Wofür seid ihr? Wir sind heute hier am Donnerstag zur zweiten Verhandlungsrunde in Wiesbaden zusammengekommen, stehen jetzt gerade vor dem Nassauer Hof und werden uns heute mal anhören, was die Arbeitgeber uns so zu sagen haben. Seit 20 Jahren hören wir, jetzt gerade geht's nicht mit euren Forderungen, weil jetzt ist die Situation gerade besonders schlimm. In allen Banken erleben wir seit Jahren Personalabbau, Kostensparprogramme etc. pp. Die Sozialkomponente ist uns ganz arg wichtig. An der Stelle wirkt sich aus bis zu 3.000 Euro brutto. Und dafür werden wir auch streiten und streiken. Wie kann man als Arbeitgeberverband hergehen und sagen, das, was eure Beschäftigten als wichtig definiert haben, müsst ihr erstmal vom Tisch nehmen, bevor wir überhaupt mit euch reden? Das kann ja wohl nicht sein, oder? 4,5% ist keine überhöhte Forderung, ist eine Wertschätzung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die bei einer immer steigenden Verdichtung immer mehr leisten müssen. Klar haben wir Rahmenbedingungen, die nicht einfach sind, aber die Ergebnisse der Unternehmen sind immer noch sehr gut. Durch die Zentralisierungsmaßnahmen in den ganzen Unternehmen im Bankenbereich fahren Kolleginnen und Kollegen bis zu 4 Stunden täglich. Sie haben auch die entsprechenden Kosten selbst zu tragen und das sind ein paar hundert Euro pro Monat. Und deswegen haben unsere Kolleginnen und Kollegen das gute Recht zu fordern, dass wir auch tarifvertraglich regeln, dass bis zu 60% der Arbeitszeit auch im Homeoffice gearbeitet werden kann. Die Gehaltserhöhung umzuwandeln in freie Tage. Dazu sagen die Arbeitgeber schnöde, nö, ist uns zu kompliziert, ist zu viel Aufwand, können wir nicht machen. Im Vorfeld wurde gesagt, dass die Forderung der Nachwuchskräfte die Tarifverhandlungen belasten. Wir sagen ganz klar nein, nicht wir belasten die Verhandlungen, sondern die Arbeitgeberseite, denn sie haben gar kein Angebot uns vorgelegt. Wir wollen zum einen eine unbefristete Übernahme und zum anderen auch, dass unsere dualen Studenten endlich in den Tarifvertrag aufgenommen werden. Dafür stehen wir unter anderem und dafür werden wir heute kämpfen. Falls uns der Arbeitgeber wieder nichts anbietet und uns wieder abwatscht mit wir wissen nicht so richtig, worauf sie hinaus wollen, dann kann der Arbeitgeber sich sicher sein, dass die Jugend aktiv ist, dass die kreative Ideen haben. Wir sind Social Media aktiv, wir können alle mobilisieren, wir brennen darauf, unser Gesicht zeigen zu können und werden das aktiv tun. So, dann lassen wir uns mal überraschen, ob sie uns was Konstruktives mitgebracht haben und gehen rein. Bis später. Wir sind unsere Vorschläge.